Heute gebe ich dir drei Tipps, wie du deine Mischstimme finden kannst und sie während einem Song auch behalten kannst. Vielleicht kennst du das, du kannst gut in Bruststimme singen und kannst die Kopfstimme vielleicht auch schon gut, aber das Mischen funktioniert fast gar nicht. Du stolperst die ganze Zeit über deinen Bruch oder klingst wie eine abkratzende Katze, weil du deinen Support verlierst. Ich zeige dir heute drei Möglichkeiten, wie du Mischstimme üben kannst, die garantiert funktionieren. Hallo, du Stimmwunder. Ich habe gehört, du möchtest deine Mischstimme besser kennenlernen und sie so trainieren, dass du in Songs gut zwischen Höhen und Tiefen, laut und leise hin und her wechseln kannst und dabei mehr musikalischen Ausdruck hast und mehr Gefühl in der Stimme. Ich habe für dich drei Tipps vorbereitet, wie du deine Mischstimme findest und sie auch behältst, während du singst. Tipp Nummer 1 ist Vocal Placement. Vocal Placement bedeutet, welche Vokale benutzt du, während du singst. Und die meisten Leute achten nicht darauf, aber es macht einen riesigen Unterschied, welche Vokale du singst. Wenn ich zum Beispiel ein A von dir haben möchte und du sagst jetzt einfach A. Du hast hoffentlich A gesagt und nicht oder oder? Wenn doch, dann korrigier das bitte nochmal. Gib mir ein schönes A. Ein A hat einen bestimmten Klang. Es ist weit vorne, es ist klar, es ist nicht hinten sehr angespannt und der Hals arbeitet nicht besonders viel bei A. Wichtig ist, dass du deine Wörter artikulierst nur mit dem vorderen Teil des Mundes. Das ist, was ich meinen Schülern immer sage. Es ist zwar nicht ganz richtig, anatomisch gesehen, aber wenn du das Gefühl hast, dass du nur die Muskeln im Gesicht mehr verwendest als alles andere, bist du auf der sicheren Seite. Denn hinten im Mund musst du einen ganz anderen Vokal offen halten. Ja, man kann hinten im Mund etwas anderes tun als vorne. Vorne artikulierst du Wörter. Hinten lässt du den Raum offen, den es braucht, um hin und her zu wechseln und flexibel zu sein. Wenn wir jetzt eine Sirene machen, von unten bis oben, möchte ich, dass du so lange wie möglich auf diesem A bleibst. Ich zeig dir, was ich hören möchte. Klingt ungefähr so. A. Ich habe versucht, so lange wie möglich auf einem A offen zu bleiben und es wird trotzdem nach oben hin, wird der Raum immer enger, es wird weniger Energie nach oben hin. Aber es ist immer A. Was ich nicht hören will, ist A. Hast du es gehört? Es war oben kein A mehr, es war ein A. Da ist es natürlich, dass du so hoch oben nicht mehr den Raum offen hast, den es möglicherweise bräuchte, um diesen Ton in einer schönen, klaren Mischstimme zu machen. Erster Tipp war also Vokale. Der zweite Tipp handelt von der Energie, die du nach oben hingibst. Der Tonsitz macht die Klangfarbe aus. Und wir neigen dazu, dass wir nach oben hin mehr Energie haben wollen. Wir pressen so richtig den Ton raus. Aber in Wirklichkeit wird der Energieaufwand in der kopflastigen Mischstimme immer weniger, viel weniger als in der Bruststimme. Wenn du also deine Sirene raufziehst und du versuchst mal so richtig powervoll nach oben zu gehen und deine Bruststimme voll und laut klingen zu lassen, dann wirst du an einen Punkt kommen, wo die Bruststimme und die kleine Kopfstimme sich nicht mehr ineinander greifen lassen, sondern du führst quasi Bruststimme und dann bricht es und wird plötzlich die Kopfstimme. Klingt dann so. Ich bin plötzlich in meinen Bruch gekommen, weil ich einfach zu viel Energie nach oben hatte. Das heißt, die Übung wäre, diese Energie nach oben hin immer kleiner zu machen, ohne dabei den Tonsitz zu wechseln und einen Bruch zu erzeugen. Das erfordert ein wenig Übung. Du hast gemerkt, meine Bruststimme ist recht voll gewesen und ich bin dann immer schmaler geworden nach oben hin. Wenn das nicht passiert, gibt es einen Punkt, wo es anstrengend wird im Hals. Du spürst,
wenn es soweit ist, dass du weniger Energie geben solltest. Die meisten Leute versuchen zu pushen und zu drücken, um noch höher mit der Bruststimme hinaufzukommen. Und es gibt aber diesen natürlichen Punkt, wo das einfach gar nicht mehr geht. Und je nachdem, wie trainiert deine Stimme ist, desto niedriger oder höher ist dieser Punkt. Hör auf deinen Körper in dieser spezifischen Übung für Mischstimme, wo es nicht darum geht, Muskeln aufzubauen in Richtung noch mehr Power in Bruststimme und so weiter, sondern du willst hier mischen, möchtest du die richtige Energie finden. Und es gibt immer kurz vorher, dein Körper gibt dir Signale, hey, hier solltest du langsamer machen, hier solltest du weniger Energie geben. Und du merkst schon vorher, kurz bevor dieser Punkt kommt, musst du umstellen und ein bisschen sanfter werden. Ohne den Tonsitz zu wechseln, achte auf deine Vokale. Der dritte Tipp ist, was macht deine Zunge, während du nach oben gehst? Wenn sie verkrampft nach hinten drückt, kann es gut sein, dass diese ganzen Übungen dir nichts helfen, denn du wirst einen knödelnden Sound erzeugen und nicht so viel Raum haben, um diesen vollen Ton zu erzeugen. Wenn ich mache, wenn das alles eng ist und dein Kehlkopf ganz hoch steht, bringt dir das alles nichts. Das heißt, übe deine Zunge zu entspannen. Du kannst deinen Finger hier unter dein Kinn legen, das ist der Zungengrund, und darauf achten, dass das ganz weich bleibt. Wenn das anspannt, während du singst oder sprichst, dann ist deine Zunge sehr aktiv. Versuch sie ruhig unten liegen zu lassen und dein Kiefer relativ beweglich zu lassen. Du kannst auch dazwischen üben, dein Kiefer auf und zu zu machen. Einfach nur, damit du siehst, hey, das ist alles beweglich und locker. Ist ungefähr so. Warum funktioniert das? Weil ich hinten meinen Vokal A offen habe und vorne die Artikulation ist komplett unabhängig davon und ganz leicht und ganz weich. Ja, ich hoffe, du hast viel Freude daran, diese Tipps umzusetzen und zu üben. Es erfordert vielleicht tatsächlich einige Tage, bis du die richtige Position findest und deinen Körper besser spüren gelernt hast. Aber ich verspreche dir, es wird besser dadurch, wenn du mehr und mehr auf diese Kleinigkeiten achtest. Singen ist trotz allem immer noch Detailarbeit sehr viel. Wenn es dir gefallen hat, dann schau dir doch das Stimmwunder-Online-Programm an. Ich habe online hunderte Videos aufgenommen, die dir helfen, auch wirklich strategisch deine Stimme und deine Kraft und deine Klangfarbe zu beeinflussen. Und vielleicht möchtest du so richtig durchstarten. Es gibt jetzt die Stimmwunder-Gesangsausbildung auch online. Vielleicht macht dir das noch mehr Spaß. Wir arbeiten 6 Monate sehr, sehr intensiv an deiner Stimme. Da ist Einzelunterricht mit mir dabei. Und vielleicht hast du Lust darauf, so richtig durchzustarten und um zu sehen, was in 6 Monaten wirklich weitergehen kann. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bye bye, du Stimmwunder.